Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventskalender öffnen. Wir fangen wie immer mit den Lindkalender an. Heute habe ich mich mal nicht dran geschnitten. Hä, habe ich die 5 nicht aufgemacht? Doch. Die habe ich nur wieder zugemacht. Heute haben wir den 8. Haben wir heute den 8.? Ja, wir haben heute den 8. Ich war mir gerade nicht mehr so sicher. Es ist wieder so eine komische Kugel, diesmal blau. Geh raus. Die wird jetzt getestet. Geh auf. Schön mit Stempelfarbe am Finger. Okay, normale Schokolade. Ist auch irgendeine ekelhafte Füllung drin. Nein, das ist ganz normale Schokolade. Die auch in der Füllung ist, sondern die ist nicht ekelhaft. Cool, ja, war nicht schlecht. Also das Weiße war immer noch am besten, aber das war jetzt auch nicht schlecht. Dann zu unserem Beauty-Kalender, dass wir endlich mal unser Beauty-Leben in den Griff bekommen. Hier oben ist die 8. Geh auf. Ey, ist das schon wieder irgend so ein Eyeliner? Der dritte Eyeliner. Was ist es? Fokussiere auf den Stift. Handy, du bist teuer gewesen. Ich weiß, dass du das schaffst. Lipkonturen. Was ist Lipkonturen? Lipkontur. Long Lasting Lip Liner Pencil. Lip Liner Pencil? Für was brauche ich einen Lip Liner Pencil? Der wird geöffnet und angeschaut. Es ist ein roter Stift. Cool, ich habe einen roten Malstift, Leute. Jetzt kann ich mich an Halloween oder an Fasching als Teufel anmalen. Ich habe einen schwarzen und einen roten, das reicht. Richtig geil. Ich habe keine Ahnung, für was man den braucht, aber. Kontur heißt ja eigentlich Kontur, also Umriss. Ich könnte mir vorstellen, dass ich damit meine Lippe umrande und innen drin rummale und dass es das halt einen feinen Abschluss hat, brauche ich diesen Stift. Aber ich bin mir darüber jetzt nicht so sicher. Ich werde ihn, wie gesagt, als Teufelschminke für Halloween und Fasching verwenden. Ich habe meine Lippen noch nie umkreist. Ich werde es auch nie tun, ich trage nicht mal Lippenstift. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, wo wird denn da wohl das Mascara-Teil drin sein? Mein Mascara ist nämlich leer und das wäre echt was Sinnvolles in der 10. Die 10 sieht so aus. Es könnte auch noch hier die 17 sein, aber das wäre zu lang. Das ist schon wieder irgendwie so ein Malstift. 14 sieht aus wie ein Lippenstift. 12 ist zu dick. Nee, das Einzige, was dafür eigentlich nur in Frage kommt, ist die 10. Das ist übermorgen am Donnerstag, oder? Morgen ist der 9. Jahr, übermorgen ist es am Donnerstag. Am Donnerstag wissen wir, ob sich da drin der lang ersehnte Mascara-Teil befindet oder ob der doch noch irgendwie in der 24 drin hängt. Also ich frage mich echt, was in der 24 drin ist. Das ist ja so ein Riesending. Vielleicht so eine ganze Schminkpalette oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall cool, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn dann das Türchen 9 geöffnet wird. Bis dahin, tschüss.